Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal. Dieses Mal zum Release-Tag sogar. Ja, die Alphamatic wurde heute am 4. Juli 2017 nun released von Gridlock. Und ich habe mir gedacht, so, ich habe das noch nie gemacht. Ich habe noch nie Keen zu Release gespielt. Und deswegen muss es auch in diesem... Also nicht in diesem, aber auf diesem Kanal auch sowas wie eine Premiere geben. Und die gibt es jetzt nun mal hier auch. Und ich habe mir vorgenommen, dieses Mal ein bisschen mehr Zeit hier zu investieren. Und zwar vor allem hier beim Intro. Denn seht euch mal an, was passiert, wenn ich hier auf F1 drücke. Yay! Wir haben hier ein paar, sag ich mir mal, Zusatzinfos zum Spiel, zu der Story, Keen-Info und was weiß ich. Das sind Dinge, die bei jedem Spiel dabei sind, also bei jedem Keen-Spiel. Aber X-Rec war immer so toll und hat es immer so eilig, dass sie das komplett verplempert hat. Und dieses Mal möchte ich mir doch hier ein bisschen Zeit widmen, weil es einfach nur der Knaller ist. Ich werde mal hier zum Lesen beginnen und ihr hört schon im Hintergrund eine schöne Musik, die auch Gridlock erstellt hat, soviel ich weiß. Die Musik kann man sich auf seinem YouTube-Kanal überhaupt komplett extern reinziehen, falls jemand dazu Lust hat. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Und zu dem Mod findet ihr natürlich auch einen Link in der Beschreibung. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob zum jetzigen Zeitpunkt dieser Mod schon auf shikari.net vorhanden ist. Deswegen werde ich euch eventuell den Link zu dem offiziellen Keen-Forum geben oder zu dem Thread, wo ihr euch das Ganze auch runterladen könnt, falls Interesse besteht. Nun gut, lesen in Englisch wie immer, ganz klassisch, The Alphamatic. Following his triumph over the Androxians and the end of the Androxian realm, Commander Keen retires to his backyard workshop to recoup, trying to put recent events out of his mind, Keen begins to begins analyzing the hard drive he salvaged from Atrox's remains. Ja, ich habe den totalen Akzent, ne? Das kennt jeder von euch, aber ich glaube, das hat auch jeder von euch, wenn er im deutschsprachigen Raum geboren worden ist. If it held any secrets about the Androxians or their creator, Vita Corp, he was determined to find them. To his dismay, he discovers that the data files are encoded by VitaCrypt, rendering them impossible to read. Another dead end. Unless he could hack into Vita Corp's internal network and gain access to the decryption key. With a little help, that crazy plan might just work. Keen, joined by Spot, fires up his video transmitter and begins up a call with his friends. Und nun haben wir das Gespräch zwischen Keen und seinen Freunden. Achtung, der Grandpa, der ist hier immer der Knaller. Keen, we haven't heard from you in ages. And hey, Spot, what's going on? Hey everyone, you won't believe everything that's happened. You kids never call anymore. You don't look good. Is something wrong? Listen, I just came from a remote planet named Chrysal. Someone was using an army of robotic drones called Androxians to attack the natives there. What, the Kryl? I've heard about them. Are they okay? Well, sort of. The Androxians did some pretty horrible things to them, but they'll pull through. But there's more. VitaCorp is so ist klar, ich lebe noch. VitaCorp is somehow behind all this. Something bigger is going on. I plan on getting to the bottom of it. I need to hack into the VitaCorp's internal network to decrypt some files. I don't think that's going to be easy. Yeah, I guess you haven't heard about the VitaCorp vanishing everyone's talking about. Huh? It's some stupid catchphrase the Galactic News Media came up with. Yeah, Vita Corp announced that they would indefinitely suspend all operations. Something about a credible threat to their safety. The entire corporation just vanished without a trace. Every Vita Corp facility has shut down or disappeared. They know. They know what I've discovered, and now they are going into hiding until they can eliminate the threat.
I think we're in danger. Oh no, Commander, there's something you should know. The VIA, Vorticon Intelligence Agency, recently acquired stolen plans to a new prototype weapon of mass destruction being constructed by Vitacorp. Well, this sounds familiar. It's codenamed the Alphamatic. Let me show you. The end begins again. A better Armageddon machine, a better future. The Alphamatic. Available from Vitacorp. Assembly required. We are not sure how to describe a weapon of this scale. It's another Armageddon machine. I wish that were the case, Commander. This was the Omega-Matic. And this is the Alpha-Matic. So it's big. How do we blow it up? There's always a way to do that. Actually, last time I didn't. Oh, really? Well, why not? Der Opa ist einfach genial. You're going to wish you did. It looks like the Shikadi stripped apart the old one and recycled its parts to build the new model. It's designed for more precise targeting, like, say, a solar system. How precise? I say we blow up this piece of junk, so where do we find it? The good news is the Alphamatic propulsion system haven't been finished yet, so Vitacorp hasn't been able to move it into hiding. The bad news, it's in orbit around Mars. What? You didn't think to mention this sooner? How long till it goes boom? Based on our surveillance, we estimate it will probably take several more days before the Shikari figure out how to turn it on. Probably? Well, I'm not waiting to see how many Shikari it takes to screw into a quantum explosion dynamo. Hey Keen, I bet you could hack into the Vitacorp's network from the Alphamatic after you disable it. Great idea! That will kill two Skypers with one stone. Now, if you'll excuse me, this Shikari are toast. This time, burnt. You go make them pay, Keen. Keen fires up to the BWB and blasts away to the Mars. He approaches the Alphamatic in stealth mode. Securing his attack zero rate to an exhaust port, Keen sneaks aboard. Wow, I didn't think that entrace would work a second time. The security here still stinks. This should be easy, I hope. Setting his sights upon disabling the explosion dynamo and then hacking Vitacorp to uncover the secret of the Androxians, Keen begins his fourth or fifth most dangerous adventure yet. Ja, und nach fast 10 Minuten wissen wir ungefähr, worum es geht. Wer nicht weiß, wer die Androxians sind, hebt jetzt mal die Hand. Ich hebe sie mal. Ja, denn dieses Spiel spielt sich nach einem anderen Spiel, welches ich noch nicht gespielt habe. Und das nennt sich Androxian Realm. Dieses Spiel habe ich mir für, ich weiß nicht, für den Schluss oder für eine Reserve aufgehoben, denn das ist ein Spiel, das sehr, sehr schön aufgebaut ist. Also grafisch gefällt es mir total. Es hat auch sehr viele Level, beziehungsweise mehr als sonst. Es hat auch andere neue Features, aber so wie das mit Süßigkeiten ist und man sich immer das, was man geschenkt bekommen hat, also das Beste davon, immer zum Schluss aufhebt, so mache ich das auch mit den ganzen Keen-Teilen. Aber da das jetzt heute rausgekommen ist, muss das heute gespielt werden. Und ich rede mal wie immer zu viel. Und deswegen beginnen wir unser Abenteuer auf Normal. Aha. Wir kennen die Musik. Ein kleiner Remix aus, glaube ich, Commander Keen Teil 5. Einfach nur genial. So können wir uns wieder auf unser Rocket Beam... Vor allem Beam, Rocket Beam, Rocket Beam. Nein, können wir nicht. Wir können nur sofort zum ersten Level jetzt hingehen. Und dann sind wir tot. Ja, ja, das ist uns sowohl bekannt als auch geschehen. Ich, ja.
Ich bin aufgeregt. Ist hier was? Okay. Das musste ausgetestet werden, ne? Das musste alles ausgetestet werden. Denn es gibt ja, wie ihr das schon eventuell kennt, ja Secrets und so, und ich muss alles sehen. Und wie wir sehen, ist das alles auch so ein bisschen farblich anders, als wir das kennen. Ja, ich genieße das hier so ein bisschen. Warum schieße ich zweimal? Ich weiß nicht. Ich will nur süßes Zeug einsammeln. Ja, das zählt gerade alles zu meiner Verarbeitung, weil ich aufgeregt bin. Also optisch gesehen ist es ja sehr ähnlich wie der fünfte Teil, aber farblich gibt es auf jeden Fall einen Unterschied. Und das ist auch schön, weil es auch schön ist fürs Auge, mal auch was Neues zu sehen, als immer nur das Gleiche. Nichts gegen Level Packs oder so. Ich finde auch Level Packs okay. Aber es ist einfach, wie gesagt, schön, was Neues zu sehen. Okay. Und hier werde ich zum ersten Mal abspeichern, denn hier gibt es Lululu. Nein, nicht Lulu. Warum kann ich hier keine... Ich kann hier keine Zeichen setzen? Ah. Was schreiben wir hier hinein? Falsche Richtung. So dreimal überschreiben, wie ich das immer so kenne. Oh nein! Was? Da unten stirbt man? Also Moment. Ich kenne das, dass man hier runterfliegt. Oh, wow. Ich kenne, dass man hier runterfliegen kann und dann ja, viel Zeug einsammelt und man dann so gesehen wieder am Anfang ist. Hier müsste doch noch eine Plattform sein, oder? Wie kommt man an das Zeug? Ich dachte, man könnte sich an den Dingern hier rechts, vielleicht nicht festhalten, aber da drauf springen. Also an der Wand, wenn ihr das hier gerade so seht. Aber nein, das geht nicht. Gut. Wir haben das jetzt nun gesehen und mehr, glaube ich, müssen wir auch nicht, oder? Wer schreibt mich jetzt an mit dem LP? Ich glaube, ich hätte hier nach... Ach, kommt. Alter, ich kann das so nicht. Ich kann da nicht einfach Zeug auslassen. Moment. Aha. Nee, nicht aha. Ich will... Nee, ganz im Ernst, ich bin an diesem Punkt jetzt angelangt, wo ich in Keen mir ein bisschen mehr Zeit nehme und alles haben möchte. Moment. Hier ist doch irgendwas. Moment, nee. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Oder auch nicht, weil ich zu blöd bin, um zu springen. Oh! Okay, die Schüsse, die waren eigentlich die wichtigsten. Ich save hier mal ab. Ich bin eigentlich hier nur wegen den Schüssen gekommen. Aber einen Moment, da gibt es eine Plattform ganz oben. Die scheint komplett... Boah, schon wieder der gleiche Fehler. Die scheint eigentlich komplett unnütz zu sein. Aber das ist in Keen sehr, sehr selten der Fall. Genau die da. Die da meine ich. Genau die da. Was ist mit dir? Du stinkst. Irgendwas ist doch mit dir. Hier ist echt nichts. Oh. Denn normalerweise gibt es hier Secrets. Okay. So funktioniert das. Also, wie kommt man an die Stangen? Wie ist das jetzt hier aufgebaut? Wie komme ich jetzt an die Stangen? Oh, ah. Ich verstehe das nicht. Thank you.
Aha. Nein. Nein. Moment. Moment. Habe ich alle Flaschen jetzt hier aufgeholt? Die aufgeholt vor allem. Ich speichere hier wieder ab. Ich möchte einfach alles haben, ganz im Ernst, Leute. So hat man früher gespielt. Und ich, blöde Kuh, ich mache hier etwas komplett anderes daraus, verhöhne das Spiel und sammle kaum Zeug ein. Aber so hat man früher gespielt. Man wollte wirklich an alle Punkte kommen. Das möchte ich auch. Also nicht im übertriebenen Maße, so gesehen. Nein! Oh. Aber ich muss mich hier mit den Speichern... Ja, das ist eben das, was mich hier so... Warum ist das so? Nein! Oh. Warum? Könnte funktionieren. Ich glaube, das bringt so nichts. Ich lasse sie mal nach oben fahren. Ich lasse sie mal nach oben fahren, weil... Ja. Okay, 2, 3... Alter, muss das langweilig für euch sein? Aber ganz im Ernst, das ist ein Reiz, einer der Reize von Keen, die es hier halt so gibt. Komme ich hier ein bisschen weiter nach oben? Nee. Und außer die Level halt eben zu schaffen, war halt eben das der Reiz an der ganzen Geschichte. Und ich habe das bis dato nie so wirklich gemacht, weil Punkte, schnell LLP beenden und so. Noch einmal Punkte, komm. Habe ich dazwischen abgespeichert, nicht, dass ich hier nochmal wieder kommen soll. Aber wir kommen hier nie wieder zurück, ganz im Ernst. Das verspreche ich euch. Wir kommen hier nie wieder zurück, um hier die Punkte zu holen, wenn ich die letzten 2 Stangen jetzt noch habe. Yep. Das war's, Leute. Das war's. Wir haben's geschafft. Ich gehe wieder nach oben zurück. Ich habe alles eingesammelt. Ich bin ganz, ganz brav so. Xer kriegt jetzt einen virtuellen Gex. Und wir gehen wieder nach oben. Denn wir wollen natürlich gucken, was es oben noch so gibt. Also ich glaube, diese Passage, die gab es oben nicht. Also ich meine, was rede ich denn da? Ich meine, im Origin... Oh, wie geil. Wie habe ich das denn gemacht? Die gab es im Original jetzt nicht. Da gab es was anderes. Was anderes Cooles. Gibt es hier ein Secret? Nee, das ist viel zu... Mach hier. Auch nicht. Okay. Hier gab es auch nichts. Nee. Es gab hier nur das und die Passage rechts. Wow, lauter Candy. Das sind Marshmallows, glaube ich. Und ja, eigentlich müsste Keen total schlecht werden von dem ganzen Zeug, was es hier so gibt. Aber er scheint sich wacker und locker mit seinen Karies hier zu schlagen. Intuition? Absolute Intuition. Boah. Gibt's hier ein Secret? Das schießt nicht. Was für Lügner. Da schießt auch was. Da ist ein Exit. Da ist ein Exit. Aber da möchte ich noch nicht hin. Boah, ich habe das gar nicht gesehen. Ich habe da unten nur was gehört. Ach so. Ich dachte, da könnte man trotzdem irgendwie hin. Okay, hier nicht. Hier aber. Ich habe den gar nicht gesehen. Also irgendwie bemerke ich solche Dinge hier nicht. Aha. Da ist was rechts. Ich meine links. Aha. War ich echt so blind?
Euer Ernst? Ich war echt so blind? Ich habe dazwischen nicht abgespeichert. Ja. Ja. Ich muss den Part gleich beenden. Um Himmels Willen. Okay. Die zwei Schüsse. Und was ich eigentlich jetzt machen wollte, ist nicht nur hier abzuspeichern, sondern es gab hier in der Mitte ja noch auch was zum Durchlaufen. Nicht nur hier. Genau, hier war doch was. Hier. Da 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 da. Komm doch mal runter, du blöde Plattform. Ich warte hier auf dich. Da 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 da. Mhm. Das soll hier irgendwas mit Kraftstoff zu tun haben. Was ist das? Aha! Sehr schön. So, ich glaube, damit hätte ich nun alles hier erledigt, alles gesehen in dem ersten Level. Wir wissen ungefähr, was es mit der Story auf sich hat, warum Keen nun hier ist und ganz im Ernst, ich hätte das schon viel früher machen sollen und mir alles hier zu Keen durchlesen müssen. Aber ich, blöde Kuh, habe das erstens total verplempert, total vergessen und... Oh, die blöden Plattformen. Ah! Jetzt! Da ist eine Plattform zum... Da kann man doch stehen bleiben. Warum mache ich das nicht? Ah, was zum? Da ist ja noch was. Was ist hier? Oh! Wir haben doch noch nicht alles gesehen. Oh, wow. Ne, das möchte ich noch haben. Voila. Voila. Geht doch. Okay, Leute, alles gut. Ich bin schon unterwegs. Das Level wurde nun, glaube ich, zu 100% beendet. Da-da-da-da! Und wir wären fertig mit Part 1. Sehr viel Story, sehr viel Geplapper, sehr viel auch Herausforderung, wie ich gerade gesehen habe. Gefällt mir irrsinnig gut. Auch, dass das so ein bisschen wirklich noch immer an Commander Keen 5 angelehnt ist. Naja, im Prinzip wissen wir ja, dass die Waffe, wo wir uns gerade befinden, ja eigentlich nur eine Erweiterung ist von der Armageddon Machine. Und deswegen ist es ja auch so ähnlich. Ich finde die Idee allgemein sehr cool. Aber mehr dazu gibt es im nächsten Part. Alle Infos zum Spiel findet ihr in der Beschreibung. Eure Gedanken könnt ihr in den Kommentaren wie immer dazu verfassen. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann.